um diese drei Slots? Nach was wird das entschieden, wer da mit darf und wer nicht? So, auf jeden Fall haben wir hier unsere Map Nummer Uno. Und zwar in Rot den Zerg, completely Makro. Beste Umbenennung. Und in Grün den Terraner Murder. Beide von Magdeburg Esports. Sitzen nebeneinander, können sich also gegenseitig auf dem Bildschirm schauen. Und wir haben tatsächlich mal einen Zerg dabei. Es hat nur gefühlt das ganze Turnier lang gedauert. Ist halt echt so. Ich hatte ja heute noch keinen Zerg. Es ist das erste Zerg-Match. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Wenn man diese Rasse erklären, wie spielt man denn das? Aber nee, ist natürlich TVZ. Bin sehr gespannt, was die beiden hier machten. Obwohl der Harry hier komplett Makro heißt, ist jetzt nicht unbedingt für sein Makro-Game bekannt. Sagen wir es mal so. Und bin gespannt, was er hier vorhat. So, ja, Overlords eiern durch die Gegend. Reaper Expansion wird es beim Terraner werden. Und completely Makro hier momentan noch mit Hedgegas Pool unterwegs. Mal sehen, gibt es einen schnellen Roach Warren? Trotzdem arbeiten. Ja. Das stimmt auch wieder. Dieses Urlaub in Anführungszeichen. Man macht einfach die ganzen Sachen, die man nicht dazukommt, wenn man normalerweise am Arbeiten ist. Fundgrube. Ach, jetzt ein Lost and Found Fundgrube. Ha! Ich glaube zumindest, dass du Lost and Found meinst. Ich. Es gibt eine E-Sport-Bund-Seite? The fuck? Today I learned. Ist bei mir da unten irgendwas im Süden? Nee. Nicht wirklich. Ich bin genau in so einem Loch drin. Das ist sehr super. Ich wohne genau in dem Loch im Süden, wo nix ist. Bisschen ironisch, oder? Ah, traurig. So. Reaper chillt hier, Ling ist unterwegs von City hier und Speed Upgrade kommt auch mit dazu. Vier Zerglinge. Reaper ist jetzt. Okay, Reaper bewegt sich raus. Linge. Ja, Linge laufen schön um Reaper herum, aber das Command ist ready. Trotzdem ein bisschen Schaden kann man eventuell machen, jedoch nicht, wenn die zwei Marines gleich da sind. Das sollte als Terraner eigentlich reichen. Drei Wochen. Krass, hey. Drei Wochen nichts tun. Mann, Mann, Mann. Jo, Linge gehen trotzdem rein, aber wie gesagt, das sind zwei Marines da. Alter, was? Alter, was? Alter, was? Man ist schon mit der 3 Minuten Ghost Academy. Was ist los mit ihm? Reaper kommt nach Hause, beschützt die Natural hier. Linkspeed ist eigentlich gleich da. Das ist der Reaper, sagt auch gleich auf Wiedersehen. Okay. Linge trauen sich hier nicht die Mainbase hoch und letzten Hellions mit dabei. Das heißt, die Linge können nicht wirklich viel mehr machen. Jetzt kommen mal ein paar Linge mit dazu. Completely Makro nimmt seine dritte Basis. Und ja, das ist hier wieder mal gesniped. Das Supply-Depot wird gecancelt. Okay. Knappe Geschichte. Und es ist jetzt. Alter, der was? Baut halt echt direkt einen Ghost. Jo. Kann man ja mal machen. Ich meine. Amory mit dazu, Hellbat Ghost, Medivac mit ran. Jetzt geht's rund hier beim Terraner. Allerdings auch Completely Makro mit Doppel Evolution Chamber und Baning Nest. Baning natürlich gegen Hellbats, sehr wichtig, sehr eklig. Aber mit dem Ghost, das kann halt schon wehtun. Ich meine, Snipes schlagen ordentlich ein, wenn die landen, vor allem auf den Queens. Es sind momentan vier Queens da, dritte Basis steht, eins ins Upgrades kommt für den Zerg. Banings Nest ist auch gleich da. Es gibt noch keinen Leertag von Completely Makro. 35 Drones und er baut noch ein paar. Hellions hier sind unterwegs. Vier Stück. Es wird nochmal weiter gebaut. Es kommt ein Cycle mit. Es ist so ein Verhau an verschiedenen Einheiten. Aber nein, es gibt jetzt einfach zwei Ghosts und Smeddy weg. Und eine Armory ist jetzt auch mit dabei. Das heißt, es gibt jetzt gleich ordentlich Stress. Linge ist nochmal ein paar unterwegs. Baninge werden gemorpht. Ich bin sehr gespannt, was das erste Aufeinandertreffen zwischen beiden hier gibt. Das ist ja geil. Wir fangen gut an, diesen Best of 5, ganz ehrlich.
So, da wird die Wall zugeschraubt mit dem dritten Command Center, aber Linge sind dran. Es ist aber ein Zeichner da, der kann das defenden. Problem ist natürlich, die Linge ist nicht zu Hause für die Defense. Und die Defense wird nicht ganz einfach. Momentan eine Baning haut 3 Stück. Das ist nicht so gut für den Zirk hier. Es sind 2 Ghosts, 2 Marines, ein ganzer Schwung an Hellbats, 6 Stück hier. Es sind halt doppelt so viele Hellbats wie Baninge. Ich glaube, shit, die stirbt jetzt einfach. Straight up. Ich meine, diese Terran Army, jo. Ja, die hat Bock. Ich putze jetzt mal fröhlich ran. Hallo und tschüss, Queen. Da kommt der Snipe. Wer ist hier auch down? Drei Drones sterben. Ah, die Ghosts sind gerade an vorderster Front. Werden aber gesaved. Zumindest ein bisschen. Zumindest einer wird gesaved. Und der Ghost jetzt hier tankt den Damage weg. Das heißt, er wird ziemlich schnell gesniped, aber Ghosts leben noch. Erster Ghost geht down. Snipe geht raus auf die Queen. Queen ist down. Okay, es reicht nicht für den Terran hier. Medivac zu schnell tot. Ghost und die ganzen Elbets werden auch geklärt. Okay. Ich habe mir mehr von diesem Push erwartet. War gar nicht so erfolgreich. So, Doppel-Cyclen hier mit weiterer Factory geht es hier Richtung Mech tatsächlich bei Matter. Plus 1 Attack für die Vehicle Weapons. Und die Ghosts waren jetzt echt enttäuschend. Ich meine, es sind 3 Queens gestorben, ja, und es sind ein paar Drones gestorben auch. Aber es war es halt nicht wert. Es war es echt nicht wert. Fast gleich viel verloren hier zwischen Terran und Zerg. Und natürlich Terran jetzt hier, dritte Basis, muss erst noch genommen werden. Dinge wollen Rumble starten, aber Junge, geht da gar nichts zur Sache. Die Dinge waren einfach nur gerade im Schredder, wurden einfach nur zerstört. Da kommen jetzt Changelinge als nächstes. Also, er möchte unbedingt scouten hier. Und die Changelinge kommen auch mal rein zumindest. Okay. Das SCV holt sich 2 Easy Kills. Und da geht's raus mit den Aliens, den Cyclans und dem Marine hier. Blue Flame ist gleich da, der Infernal Pre-Igniter. Plus 1 Attack ist gleich da. 2 weitere Factories kommen dazu. Wir sehen ein Spire bei Completely Makro. Er hat schon Hydra dann stehen, hat 2 Upgrades unterwegs, hat ein paar Baninge am Start. Spannend auf jeden Fall. 4. Basis kommt jetzt mit zu. Also es geht jetzt doch voll in Makro-Game hier zwischen den beiden. Und da kommt das Smart Servos Upgrade für die Hellbats zum schnelle Transformieren. Nicht nur für die Hellbats, aber gerade in dem Fall, ja. Vikings und Thors haben wir gerade nicht mit dabei. Das heißt, für die trifft das Upgrade nicht zu. Und die Terran Army ist mal wieder am Pushen. Es sind immer noch viele Bändige da jetzt auch mit Speed Upgrade. Und ja, Zerg baut weiter Units hier. Mehr Hydras kommen dazu. Liberate ist in Position. Die Bändige warten weggetankt. Es sind noch ein paar Hellbats übrig. Die Cyclans hier sind eigentlich schon ziemlich low. Die Queens spucken jetzt hier gegen die Cyclans. Aber Hellbats laufen nochmal ran. Und es fehlt jetzt halt an weiteren Dingen und oder Hellbats. Und jetzt geht auch noch ein Hellion und ein Hellbat rein in die dritte Basis. Da sterben nochmal direkt 5 Drones. Hellbat hier noch ein bisschen weiter Spaß. Der Hellion hier brennt nochmal durch. 7 Drones geht. Der Hellbats wollen nochmal ran an die Drones. Kriegen eine 8. Drone, die tot. Und der Cyclan kommt jetzt nochmal um den Hydra, aber stirbt jetzt ja auch. Beide traden sich wieder die Army. Ab die Mech-Army eigentlich will wachsen. Die Mech-Army möchte eigentlich nicht ständig zerstört werden. Dritte Basis steht immerhin für den Turn hier. 4. Basis kommt mir dazu. Es kommen 15 Drones hier für Shitty. Geht es also auf entspannte 67. Hat seine 4 Basen hier ready. Sein Creep-Spread wächst auch. Und jetzt läuft die Panzerproduktion bei Matter. Plus 1 Attack hat er drauf. Smart Servos hat er auch drauf. Okay, kann ja. Kann heiter werden. 2 weitere Command Center hier. Economy-Situation. Es schwingt ein bisschen. Aber der Zerg jetzt hier wieder im Vorteil mit den 9 Drones. Army Supply, wie man sich sieht, die Fights. Beide bauen wieder auf. Ganzes Stück hier. Und die ersten Mutas sind jetzt hier im Bau. Zumindest der erste Muta. Ein einziger Mutalisk. Kann man auch mal machen. Einfach nur mit der Terraner gezwungen ist, Anti-Air zu bauen. Aber es sind Missile-Turrets da, zumindest in der Main und Natural. Der Mutter natürlich kann auch entspannt scouten, ist sehr fix unterwegs. Und wir haben jetzt hier eine 2. Armory, Sensor Tower, weitere Factories. Aber wie Magpun jetzt echt hoch. Erstmal die nächste Zeit. Da kommt ein Hive-Tech, plus 2 Carapace ist gleich da. Und plus 1 Missile-Tags kommen wir dazu. Währenddessen haben wir hier den nächsten Drive-By. 9 Drones einfach so durchgebrannt. Die Hellions hier einfach. Kümmert's nicht, fahren einfach durch, brennen was weg. Mann, da wieder Economy-Schaden. Das heißt, ja, Shitty hat nicht die beste Economy-Ausgangslage erst, Zerg. Der Terraner hält noch viel zu gut im Supply gerade mit. Wie das dem Zerg eigentlich lieb ist. Aber jetzt kommt der nächste Schwung an Hydras, 13 Stück. Trotzdem, Hydras haben das Problem gegen Mech. Sind halt Hydras nicht sehr wertvoll. Die sterben halt wahnsinnig schnell weg. Nicht sicher, ob die Ling-Hydra-Army von Shitty hier die richtige Entscheidung ist.
Ich meine, die kann viel Schaden machen, ja, aber die stirbt halt auch sofort weg gegen Mac. Einmal zu lang stehen geblieben in den Panzern und schon hat sich alles erledigt, was Zerg Army betrifft. Hivetech ist bald fertig hier, weitere Drones kommen dazu und die Mutas hier versuchen, mal mit Harassment was zu machen. Aber es sind Tore gebaut worden, nicht sicher, wo die sind. Auf jeden Fall gibt es hier ein paar tote SCVs und ein paar tote Mules. Aber hier ist ein Missile Turret, das heißt, weit kommt Shitty hier nicht mit seinen Mutas. Versucht hier ein bisschen Schaden zu machen, aber die Tore laufen jetzt gerade raus. 2-1-Up jetzt für die Mech-Units kommen wir dazu. Raider Spire wird gebaut und wir haben Adwina Glance plus 1 Melee-Attack mit dran. Die Linge hier helfen nochmal mit aus, wollen unbedingt hier diese PF haben. Aber nein, die Hydras mit dem Fokusfeuer, die gehen wirklich aggressiv auf die PF ab. Nein, die PF bleibt am Leben, brennt allerdings. Und jetzt die Hellions aggressiv im Engagement mit den ganzen Hydras verwickelt. Die PF lebt noch, aber gleich nicht mehr. Nein, die PF kann nicht repariert werden. Trotzdem, es starben wahnsinnig viele Hydras bei der Aktion. Nicht sicher, ob sich das für den Zerg so sonderlich gelohnt hat. Da wurde sehr viel Zerg dabei verbrannt beim Versuch, diese Basis zu kriegen. Ich meine, sie wurde zwar gesniped, aber da steht direkt ein weiteres Command Center schon hinter ihm. Und mit die PF kann nicht weiter wegfliegen, das heißt, die steht hier erstmal fix. Und jetzt ist die Terran Army einfach am Pushen und Zerg muss erstmal wieder Reinforcement bauen. Es sieht nicht so toll aus hier für Shitty. Ich meine, er hat wahnsinnig viel Army einfach geopfert bei der ganzen Aktion. Und jetzt sieht man einfach die Panzer mit den Hellbats und den Tors. Haben hier ihren Spaß, prügeln sich doch alles durch. Die vierte Basis muss abgeräumt werden, wenn das wird eine fünfte Basis gebaut. Und die vierte Basis, die ist Toast. Die überlebt das nicht länger. Und auch die Drones hier, die sterben nochmal weg. Ja, da ist die Basis down. Die Brütlinge helfen auch nicht. Basis hier ist noch nicht ganz ready. Und ja, Zerg, nicht genügend Economy eigentlich für die ganze Aktion. Shitty hat da nicht die beste Ausgangslage. Er hatte zwar seinen Tech soweit, den er braucht, mit dem Greatest Spire. Kann auch noch die Uli-Cavern bauen für später. Aber er ist noch weit weg von Brutlords und er hat auch nicht unbedingt viel Geld für Brutlords. Ihm fehlt es einfach am Income, was die Sache betrifft. Er hat einen minimalen Vorteil in der Economy und jetzt ja, zieht sich das fast schon auf den Höhe runter. Man sieht es im Army Supply. Wenn die Mech Army mal so dick ist, dann wird das sehr gefährlich für den Zerg. 3-2 Upgrades unterwegs und es sind mehr und mehr Panzer, mehr und mehr Hellbats hier mit dabei. Es ist viel Creep, der dem Zerg aushilft, aber halt, es ist eine Link-Banning Hydra Army. Und Link-Banning Hydra gegen Mech ist halt immer so eine Sache. Ja, da geht's drauf. Kann die Link-Banning Hydra Army bestehen? Sah nicht gut aus. Er verliert da einfach Welle um Welle an Einheiten und da kommt weiteres Reinforcement, wenn das mit dem Terraner. Der hat den Force. Tanken jetzt einfach alles weg. Hydras kommen von der Seite. Im Moment sind keine Hellbats mehr dabei. Das heißt, die Baninger können hier reinquatschen. Die Hydras trotzdem waren schon ziemlich gut abgeräumt, wie man sieht. Die Zerg Army kann noch nicht mal diesen Trupp an Panzern bezwingen. Noch nicht mal. Ich meine, das sagt alles aus. Jetzt Shitty 30 Supply down. Gegen Mech. Das wird nicht besser hier. Die Panzer jetzt hier machen immer noch sehr viel Schaden. Der Tor wird nochmal surrounded, wird nochmal geklärt. Zwei Panzer stehen immer noch weit hinten. Und ja, Terran nimmt eine vierte Basis, brennt nochmal ein paar bisschen Creep weg und hat hier eine Queen erwischt, die sehr offensiv positioniert war mit dem ganzen Creep-Tumoren. Die Panzer hier waren jetzt nochmal geklärt, aber es stirbt nochmal eine Hydra dabei. Ja, Panzer wird aufgeräumt. Plus 3 Melee-Attacks ist ready für den Zerg. Aber Terran arbeitet an 3-2 und hat die nächste Mech-Army bereits stehen. 30 Supply immer noch vorne. Und der Zerg-Income jetzt wieder aufgebessert. Aber auch bis weil der Terran noch seine vierte nicht am Start hat, das Income dreht sich jetzt gleich wieder, sobald die Basis hier vernünftig läuft. Jetzt wird auch ein bisschen Creep geklärt. Mech-Units werden gebaut und es gibt hier auch wieder eine PF. Zerg auf 4 Basen gegen einen Terraner auf 4 Basen. Da kommen die ersten Bulots, die ersten 3. Aber es ist ein Tor mit da. Mehr Anti-Air ist gerade nicht. Starports technisch sind wir hier momentan auf einem. Wir haben 7 Factories. Tja, und der Zerg, er ist halt echt immer noch im Supply hinten. Das sieht nicht gut aus hier für Shitty. Mehr Link bei den Hydra, aber er muss halt immer noch gegen eine riesen Masse an Panzern kämpfen. Aber leider der Creep zurückgeschlagen und die Zerg-Army steht jetzt hier vor der vierten Basis vom Terran. Ich will immer gerne noch eine Stufe weiter rauszoomen, aber das geht leider nicht. Da ist das Limit. Ich würde gerne noch weiter rauszoomen. So, Panzer sind in Position, aber nicht gesieged. Viele Hellions, viele Hellbats, Brutlords sind mit dabei. Aber wie gesagt, es sind nicht viele Brutlords, das Engagement hier geht bereits los. Aber die Hydras sterben hier halt so schnell weg gegen die Panzer. Panzer siegen noch nicht mal. Hydras verlieren bereits den Fight gegen ungesiegte Tanks, Hellbats und ein Tor mit dabei. Da kommt jetzt der Counter-Repair auf den Tortor, versucht die Brutlords zu snipen. Brutlord 1 ist down, aber weitere Brutlords kommen hier. Die Panzer hier oben werden abgeräumt. Der Brutlord unten Angst, zieht sich nochmal zurück. Die SCVs werden mit reingezogen, 3 SCVs sind gestorben. Und Mertron muss auf jeden Fall umstellen auf Anti und er baut jetzt halt auch 4 Tors.
Und so toll die Bulldogs hier auch sind, viel Support haben sie nicht mehr dabei. Man hat einfach die Panzer losgeschickt als Drive-By in dieser Zeit. Jetzt wird der Terraner belagert. Counter Repair nochmal auf den einen Tor. Der haut auch gleich nur den nächsten Bulldog hier aus dem Leben. Ja, weitere Bulldog down. Damit sind es hier nur noch 5. Und 5 Bulldogs sind jetzt halt nicht die Killer-DPS. Wie man hier auch sieht, der Tor ballert schon fröhlich weiter, nimmt einen weiteren Bulldog hier gleich raus. Währenddessen geht es hier auf diese Basis, die Panzer einfach fröhlich am Vorwärts rollen. Und das sind einfach so viele Tanks und die Hydras haben ja einfach keine wirklichen Mittel gegen die Panzer zu bestehen. Ein paar davon waren jetzt gesichert, jetzt waren die Hydras einfach nur zerrissen. Die Basis ist auch down, währenddessen der Tor gewinnt, okay, der Tor ist inzwischen draufgegangen, aber die Bulldogs sind nur noch 4 Stück übrig, kommen jetzt nach Hause zurück, wollen irgendwie gegen diese ganzen Panzer verteidigen. Aber die Panzer haben schon genügend gemacht, hier eine weitere Basis rauskommen, die Bulldogs, ja, kommen einfach auch nicht wirklich vorwärts. Es wird mehr an Linien gebaut, um gegen die Panzer vernünftig fighten zu können, aber Zerg immer noch im Supply hinten. Die Mech-Arm jetzt hier wird mit mehr Tors bestückt. Mit dem Scan wird noch ein bisschen Creep geklärt. Die Linien jagen jetzt hier die Panzer vor sich her. Ah, die Panzer. Einer wird hier sterben, aber das sind weitere. Das sind auch die Tore mit dabei. Und die Linien werden hier ziemlich schnell geklärt. Man auf viel Damage, aber halt noch nicht sonderlich viel aus. Und jetzt der Bulldogs. Die wollen die Bulldogs wirklich gegen 3 Tors fighten? Ja. Ziehen sie dann doch lieber erstmal zurück. Beide Spieler eigentlich ziemlich arm. Keine mit so einer wirklich mächtigen Max-Out-Army, sondern beide einfach bauen sich so Stück für Stück wieder hoch. Bei Metal hat noch ein bisschen mehr Ressourcen. Er könnte also locker jetzt bei 170 Supply sein. Aber er hat gerade ein bisschen, lässt gerade ein bisschen Makro schleifen. Trotzdem, es geht jetzt nach vorne mit der Mech-Army. Lightning Cloud kommt auf die Tors. Wir laufen aber weiter nach vorne, wollen jetzt die Bulldogs haben. Erster Bulldog geht hier down. Wenn das ein Fight, die Hellbats mit den ganzen Hydras, mit dem Panzer zusammen. Ja, die Bulldogs verlieren diesen Fight, die Zerg-Army verliert diesen Fight. Da waren nochmal Hydras und Vipern gebaut. 67 zu 64 immer noch der Worker-Count. Aber die Hydras haben einfach nichts zu melden gegen Mech. Es ist so banal, dass man dann zu sehen. Die Viper wird rausgebombt, die Panzer sind wieder gesiegt. Die Tore-Maschine ist einfach hoch. Und ja, da kommt die nächste Welle nach. Wieder 4 Tore hier. Und diesmal sind es Hydras, die nachgebaut werden. Keine Linge. Tore haben mehr Probleme gegen Linge, als sie gegen Hydras haben. Trotzdem, es sind viele Hydras mit dabei. Aber Arm-Upgrades sind immer noch gut. Die Panzer fighten noch nicht mehr mit. Wie man sieht, das nur die Tore, die gerade alleine am Fliehen sind. Jetzt waren die Tore mal Stück für Stück rausgeschossen. Da kommt noch ein Scan. Panzer gesiegt. Hauen noch mal ein bisschen Damage rein. Jetzt werden auch die Panzer abgeräumt. Das heißt, auch die Zerg-Army leidet. Die Zerg-Army kriegt jetzt hier mal ein paar wichtige Kills. Aber beide bleiben hier im Supply relativ niedrig. Neue Basis für den Terran wird hier gerade gebaut. Die Basen hier laufen auch völlig vor sich hin. Zerg inzwischen Mainbase leer. Natural so gut wie leer. Ja, Gas ist auch so ziemlich gleich weg. Dritte Basis. Hat noch ein bisschen was, aber auch nicht mehr die geilste Basis. Die Tore stehen einfach on Creep, mitten auf der Karte, random rum. Und werden dafür jetzt auch prompt bestraft. Aber noch ein paar Hydras dabei draufgehen, wie man sieht. Die Hydras geben sich größte Mühe, aber die Hydras, die gewinnen den Fight nicht mal. Die Tore gewinnen den Fight und hier die Linge gehen auf die Hellbats. Einfach auch nur ein Massaker. Und Zerg hat hier definitiv keinen Spaß in diesem Match. Ich meine, die zwei Tore haben gerade sich um weiß Gott wie viele Hydras gekümmert und die Basis hier wird einfach von den Hellbats überrannt und Zerg hat einfach nichts. Er hat nicht die Antwort, die er braucht, um gegen diese Terran Army zu bestehen. Ich meine, die Tore werden jetzt nochmal surrounded von den ganzen Dingen, aber auch hier kommen nochmal Hellions mit dazu, helfen nochmal aus, brennen nochmal ein paar Länge durch. Die Tore sind zwar down, aber da kommen noch viel mehr Terraner halt nach. Auch das Transformations-Upgrade hilft hier ziemlich aus. Die Basis hier ist down, die Hydra wird auch nochmal komplett in die Mangel genommen. Zerg verliert eine weitere Mining Base und auch hier verliert er die Länge. Der Creep wird jetzt zurückgeschlagen, die Queen sagt auf Wiedersehen. Also Zerg verliert jetzt hier mehr und mehr Grund und Boden in diesem Spiel. 60 Supply inzwischen ist er hinten. Vipern sind mit dabei, aber es fehlt einfach an der Bodenmasse. Es ist schön, dass ein paar Vipern mit in der Army sind, aber wenn man nur 8 Hydras und 2 Linge hat, dann ist es halt nichts, womit man abdakten, reinabdakten kann. Das hilft einfach nicht. Währenddessen die Mech-Army hier sieht wesentlich mehr beängstigend aus. Dann hält sich jetzt auch Stück für Stück den Mechs out. Die neue Basis steht für den Terraner, wird auch gerade in der PF. Da ist aber noch sehr viel Creep, muss man sagen. Shitty mit wahnsinnig guten Creepstand überall. Hat da einen riesen Teppich, der Stück für Stück jetzt geklärt werden muss, geklärt werden wird. Aber ja, man sieht es, der Turn marschiert dafür über die Mitte der Karte, denkt sich, das ist mir doch egal, dass du am Rand Creep hast. Wir starten jetzt einfach den GG-Push, mal gucken, was du dagegen machst. Und ich sehe nichts, was Shitty dagegen machen kann, ganz ehrlich. Er hat keine Bulldogs, er hat keine Bane gegen die Hellbats, er hat ein paar Hydras, er hat ein paar Länge. Und das nicht mal in sonderlich großer Anzahl. Und wir sehen jetzt, glaube ich, einfach beim Sterben zu. Ja, da kommen die Blinding Clouds auf alles mögliche, die Mech-Army zieht sich nochmal zurück, da kommt nochmal Abduck. Aber wie man sieht, der Tor lebt schon viel zu lange zwischen den ganzen Hydras. Die Zerg-Army kriegt zwar den Tor, aber da verliert sie alles andere. Da kommt das CG und das ist das Einzelne hier für Mertur. Okay. Map Nummer 2. 1-0 Führung, Best of 5. Wir haben den Grün, den Terraner Mertur. Und der spielt gegen den Zerg in Rot. Es ist... Completely Makro.
aka Completely Shit, aka Shitty, aka was auch immer euch an Nickname noch einfällt. So, Map Nummer 2. Es gibt keinen frühen Pool. Es gibt eine Hedge First. Es gibt keine Proxy Racks. Sondern es gibt eine Replay Expansion. Also wir beginnen mal noch ganz normal. Da kommt das späte GLHF von beiden. So, ja, bisher Chill-Modus von beiden. Aber gut, mit den Openings keine Überraschung eigentlich. Overlords gerade einmal die Mainbase ab, Speed Upgrade und Linge werden gebaut und wir haben eine dritte Hedge bereits. Eine dritte Hedge hier für Shitty momentan. Währenddessen der Reaper scoutet hier einfach vor der eigenen Basis. Eine zweite Basis. Gleich fertiggestellt ist vom Terraner und da haben wir wieder Hellion-Produktion. Wir sehen wieder ein Baning-Nest, recht frühes Baning-Nest hier sogar. Und die Länge. Kriegen wir beinahe den Surround auf den Reaper? Ah, er wirft sich gerade mal selber mit der Mine durch die Gegend. Passiert. Länge warten im Gebüsch. Natürlich, sobald sie Speed-Upgrade haben, ist das kein Thema für den Zerg. Dann kann sie einen Reaper easy catchen. Problem ist jetzt ein Hellions mit dabei. Aber es werden mehr Dinge gebaut. Es werden keine Drones mehr gebaut. Momentan. Ich habe das Gefühl, Shitty will durchdrücken. Ja, sieht gut aus. Mehr und mehr Linge betreten das Feld. Mehr und mehr und mehr Linge betreten das Feld. Baning, das ist ready. Es ist halt, man kämpft mit Link-Baning gegen Hellions. Das wird keine einfache Aufgabe. So, und da sind die Baninge. Overlord gibt die Vision. Und Restlinge kommen mit dazu. So, wir haben 21 Linge, 8 Baninge. Da geht's hoch. Die Wall ist überhaupt nicht irgendwie in der Lage, da was aufzuhalten. Und es geht sofort rein Richtung Mainbase. Die Hellions blockieren gerade gegen die Linge, aber die Baninge kommen mit ran. Baninge laufen jetzt einmal in die Natural. In der Natural gibt's eine ziemlich fette Explosion. Sexy, sie sterben da unten. Wenn es die Hellions sind, bis zurück in die Mainbase, einfach um gegen die Linge zu verteidigen. Linge setzt nochmal nach, killen weiteres SCV. Reaper wird hier surrounded. Nein, der Reaper bleibt halt am Leben. Nochmal SCVs werden gefokust. Sind hier der Fokus gerade vom Zerg. Es sterben 9 SCVs an der ganzen Aktion. Damit 34 zu 24 der Worker Count für Shitty momentan. Er baut einen Roachhorn hinterher. Und der zeigt dann, er kriegt den Overlord nicht. Aber Terraner bleibt am Leben. Und natürlich das Army Supply jetzt sehr, sehr schwer in Richtung Terraner geschwungen. Der Zerg hat da alles geopfert. Die Aliens haben da sehr effizient durchgeklärt. Auch wenn die ganzen SCVs draufgegangen sind, der Zerg hat hier wesentlich mehr verloren. Was dreimal so viel. Dritte Basis steht. Queen wird da noch dazu gebaut. Wir sehen Leertag und einen Roach wollen. Also die Transition kommt. Shitty will das hier nicht mit Link Baning weiterspielen. Währenddessen kommt sich Marine nochmal um den Overlord. Das ist sein Kill Nummer 2. Und wir sehen hier wieder Mech tatsächlich. Vom Terraner.
Zwei Factories stehen bereits, da kommt Cyclone-Produktion und plus 1 Vehicle-Weapons und die ganzen Aliens fahren auch mal raus. Es waren aber Roaches gebaut. Die Frage ist, sind es rechtzeitig genügend Roaches, um hier verteidigen zu können? Denn ja, der Trupp steht halt schon direkt vor der Haustür vom Zerg. Es sind noch ein paar wenige mit dabei, die sind nun mal wichtig. Und es geht hier erstmal auf die dritte Basis und da kommt der Hellbat-Transform und das ist jetzt halt mega gefährlich. Linge und Baininge, viel Creep ist leider momentan nicht. Die Queen hier alleine versucht zu verteidigen, die Hellbats tanken mal die ersten Verbindungen, die Roaches versuchen hier irgendwie was zu tun. Also die Roaches spawnen hier auch schon zwischendrin in den Hellbats, was auch überhaupt nicht angenehm ist. Und die Linge brennen einfach weg. Es sind immer noch sehr viele Hellbats, so wie ich immerhin. Es fehlt der Damage-Stint, es ist kein Cyclone oder sowas mehr übrig, der aus der zweiten Reihe Schaden macht, sondern es sind nur noch die Hellbats. Die Roaches können dagegen ein bisschen kiten, können versuchen dagegen das Micron, da kommt das Focusfire auch. Shitty gibt hier alles, um einfach diese Hellbats totzukriegen. Micron zählt die Roaches nochmal raus. Man sieht eben, die Hellbats sind zu langsam, können da nicht wirklich nachjagen und warten auch alle geklärt. Der Zerg hält das. Fehlt aber natürlich auch wieder einiges an einigen Einheiten, aber diesmal ist das Resources-Lost-Verhältnis wesentlich angeglichener und Nerdhut dahinter geht in die weitere Factory mit Techlab hier und damit sehen wir wieder Mech plus 1 Vehicle-Weapons, ist auch jetzt erst vor ein bisschen ein Anti-Timing leider erwischt, vor dem Upgrade angegriffen, aber also natürlich, wenn man den Zerg mehr Zeit lässt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Verteidigung schon rumsteht, viel höher. Und somit jetzt der Zerg weiter am Drohnen, Tarana weiter am SCVs bauen und am Army bauen und die dritte Basis kommt die für Mercury mit dazu. Währenddessen haben wir bei Shitty hier die Rocks einmal umwerfen. Dritte Basis besetzt inzwischen mit Drones und damit die Rocks werden auch wieder aufgemacht, damit das später nicht ausgenutzt werden kann. Wir haben jetzt dieses Mal Roaches, kein Ling Baining Hydra, sondern Roaches in dem Fall. Wir haben zu Hause beim Tarana einige Cyclones. Und plus Zeit Tech kommt direkt mit dazu. Es waren noch weitere Cyclones hier gebaut tatsächlich. Und da wird ein Hellion Drive Pile rausgeschickt. Natürlich, was Shitty dieses Mal nicht hat, ist Creep Spread. Man merkt eben, dass er in der Frühzeit keine Queens hatte, der zuerst später seine dritte Queen dazugebaut hat. Er hat auch keine überschüssigen Queens. Das heißt, es gibt keinen Creep hier aktuell, sondern er muss komplett off-Creep agieren. Nimmt ihr natürlich sowohl Vision als auch Speed Bonus weg. Und die Hellions scouten hier die vierte Basis, brennt da mal kurz drauf. Das heißt, Zeug weiß, dass er gerade eine Counter-Attack reinkriegt. Und das ist jetzt halt auch eklig. Die Roaches hier sind mitten auf der Karte, wollen jetzt hier die Hellions abfangen tatsächlich. Er versucht dazwischen zu grätschen, das sollte er hier auch schaffen. Er kommt da rechtzeitig rüber auf die andere Seite, um die Hellions abzufangen. Ah, die fahren nochmal selber quer und kommen hier an den Roaches tatsächlich vorbei. Beide wollten hier, ja, eigenwillig fahren und fahren da somit aneinander vorbei. Trotzdem, der Go ist da vom Zerg, steht direkt vor der Haustür vom Tarana. Die dritte Basis kann eigentlich sofort wieder geliftet werden. Die wird das nicht ansonsten nicht überleben. Zerg rennt da komplett drauf, wenn das dabei der Hellion Counterattack. 10 SCVs wurden hier bereits gesprengt. Jetzt eigentlich gehen die Hellions rein in die dritte Basis. Da ist nur eine Queen als Defense, aber die Queen wurde dann fokussiert von den Hellions. Wenn es hier kommt, man schlecht hoch in die Main Base. Wie man sieht, drei Panzer stehen oben auf der Kante, also keine Chance, dass man da reinkommt. Und hier brennen einfach die Drones, der Hellbats schon vom Kampf. Und oh, die Hellbats! 22 Drones gegrillt, da waren einfach, ja, die Roaches auf der anderen Seite der Karte konnten nicht aushelfen für die Defense und der Schaden ist getan. 22 Worker sterben hier. Und das hatte Terror noch einen weiteren Hellion Drive bei parat stehen. Und damit hat, ja, Shitty hier ziemlich dick eingebüßt, was die Economy betrifft. Seine vierte Basis steht zwar, aber hat jetzt auch nichts an Drones. Das ist das Schöne, dass der Spike hier kommt, aber der droppt gleich wieder nach unten wahrscheinlich. Mit 56, nein, tatsächlich hält sich aktuell. Vierte Basis kann jetzt also weiter produziert werden. Und wenn jetzt hier Army Supply gleichstand aktuell, hat sich so jetzt nach und nach angeglichen. Die dritte Basis wurde vom Tarana wieder besetzt. Hat natürlich auch 10 Worker verloren. Also beide haben jetzt einiges an Worker verloren, aber der Zerg halt nochmal 10 mehr. Und wieder mit dem Attack mit den Roaches auf die dritte Basis und immer der Go auf die Netzfäller. Das niedert die Panzer und bitte um eins. Oh, das ist ein ziemlich ekliger Shatter. Trotzdem, die Roaches sind jetzt dran an den Tanks. Erster Panzer wird hier gesniped werden. Ja, wird sterben. Also die dritte Basis wurde wieder mal geliftet. Zwei CVs gingen drauf und die Terran Army jetzt hier pusht auf die dritte Basis vom Zerg ran. Da waren gerade viele Hydras gebaut, aber die Hydras sind einfach noch nicht so ganz ready. Die Basis steht wieder hart unter Feuer, wenn das versucht, die Roaches in die Mainbase zu kommen. Aber der Panzer defendet zusammen mit den Reinforcement, kann der Zerg jetzt eigentlich hier seine dritte Basis halten. Es sieht nicht danach aus, nein, die Basis ist sofort down. Hydras haben jetzt gleich Speed Upgrade mit dabei. Es werden mehr Länge, mehr Hydras gebaut. Die Roaches kommen auch mit nach Hause zurück, damit man einfach irgendwie diese Army aufhalten kann. Denn die ist immer noch sehr gefährlich hier. Mit mehreren Panzern, die es jetzt Stück für Stück auch siegen. Die Roaches kommen mit dazu. Die Roaches laufen hier ein bisschen ins Panzerfeuer. Und der Angriff ist nicht genügend hier, bis die
Masse von Completely Shit reicht nicht, um den Terran hier zurückzuschlagen. Damit ist es das 2-0 bereits für Mathilde. Mit der mag wohl Mac gegen Zerg hier tatsächlich. Haben jetzt schon zwei Karten lang gesehen. Mal sehen, ob es die dritte auch wird. Dritte Map hier ist Lost and Found. Das sieht besser aus. Wir haben einen kunterbunten Farbenwechsel zwischen den beiden. Kennt sich kein Schwein mehr aus. Aber ist okay. So. Ja, einmal den Terraner mit Matchball hier. 2-0 Führung für Mathur. Und der spielt gegen den Zerg in grün. Es ist completely Makro. Oh oh. Und Mercer hat jetzt Bock auf ein bisschen kürzeres Match. Will da die dritte Map schneller fertig bringen. Mal sehen, ob er damit Erfolg hat. Oder ob Shitty hier das Comeback lostritt. Go Shitty, ich will nicht gegen Terran spielen. So, Overlords sind unterwegs, aber diese Overlords werden die Barracks nicht sehen. Die sind komplett verborgen. Das kann ziemlich eklig werden hier für Shitty. Er ging auf Hedge First, Hedge Gas Pool. Aber das heißt, die Barracks werden auf jeden Fall problemlos fertig. Das heißt, wir werden auch Bunker sehen. Und glaube ich, selbst den Bunker wird er nicht rechtzeitig mitkriegen. Wir haben ein Gas. Es gibt Marauder Rush, oder? Einem Gas? Nein, Young Marine. Hier einen Marine. Hessi wartet noch. Ah, okay, er baut es auf jeden Fall nicht als Hardcore Rex All-In durch. Ja, okay, eine Drone geht jetzt nach draußen, will die dritte Basis bauen. Sieht jetzt hier aber auch der Bunkerwall, die gerade gestellt wird. Da werden weitere Drones gezogen. Jetzt durch geht's dran, die SCVs irgendwie zu killen. Aber trotzdem, erster Marine ist da und die Drone stirbt hier vor dem ersten SCV. Die nächste SCV wird angegangen, das bleibt aber weiter am Leben. Ihr Marine macht hier fröhlich seine Arbeit, killt die nächste Drone. Wenn ein SCV geht hier dann, das Seite ist auch ziemlich low, das Seite wird angegangen, das Seite SCV lebt aber noch. Nein, es wird auch gefinished. Beide SCVs sind hier down, Bunker sind noch nicht ready. Trotzdem, es sind zwei Marines, da sind ein paar Linge mit dabei und das sollte dann eigentlich gehalten sein hier für Shitty. Ja, kann die Marines hier clearen und auch die Bunker können gecancelt werden, das werden weitere Marines gebaut. Die Bunker kann man ja noch canceln, das Geld bekommt man immer mal noch größtenteils zurück. Linge sind viele da, die Marines hier in einer eingesperrten Position versuchen das einfach gebündelt gegen die Linge zu fighten, kriegen noch ein paar rausgesniped nochmal. Trotzdem natürlich jetzt hier die Sache erstmal abgewehrt, das heißt aber noch nicht, dass das Match vorbei ist, denn Terran hat da immer noch Chancen, sich daraus zurückzukämpfen. Hat natürlich keine gute Situation jetzt hier für Martyr, hat bei weitem nicht genügend Schaden gemacht. Also wir haben jetzt insgesamt, ja, Income für den Terran. Immer noch ein bisschen besser. Zerg hat natürlich sehr viel in frühe Verteidigung investiert. Und oh Gott, Shitty. Shitty drückt weiter Linge tatsächlich. Er drückt einfach selber Linge. Er ist auf 16 Drones. Haut nochmal das Link-Upgrade mit dazu. Das Link-Speed-Upgrade mit dazu. Baut nochmal eine Queen. Aber er drückt halt echt eiskalt gerade mit Lingen durch. Weil das wird hier ein Hellion gebaut. Einfach als Notfallverteidigung. Die Wall kann man natürlich gegen reparieren. Das sollte lange genug aushalten hier. Da kommt das Banning. Also Shitty drückt hier selber den All-In durch. Wenn das die Marines hier warten, noch immer auf ihren großen Einsatz. Und die Linge werden jetzt ja auch gesehen. Das heißt, Mertur hat gesehen, dass da noch so viele Linge dahinter sind. Also sollte er ahnen, was da abgeht. Shitty. Das ist halt so viel Investment, was er hier macht. Das ist so viel. Er hat zwei Spinecrawler hier, so viele Linge noch. Die Marines hier kommen natürlich schlecht weg, denken sich, ja, wir stecken hier irgendwie fest. Das ist gar nicht mal so geil. Immerhin, die Mainbase ist safe dank dem Hellion. Da kommt ein Reaktor mit dazu. Starport kommt auch mit ran. Natürlich eine Banshee wäre unter Umständen hilfreich oder ja, Liberator. Gegen Linge natürlich nicht mega geil, aber hey, immerhin kann man es nicht so einfach snipen. Da kommen die Baninge und es ist einfach so viel Army Supply vom Zerg hier. Es werden mehr Linge gebaut. Also der Worker Count 20 zu 23. Terran hat noch immer mehr Worker und da kommt tatsächlich eine Banshee mit Cloak. Als nächster Schritt, viele Marines hier. Linge bekommen in 10 Sekunden Speed. Und Baning ist auch mal dabei. Ja, die Marines jetzt hier sagen gleich auf Wiedersehen. Denn die haben sich zu weit rausgewagt, kriegen die Baning ab. Und damit wird jetzt hier der Marine-Haufen einmal gekehrt. Die machen noch ein paar Linge kaputt. Die Bergs können natürlich liften. Aber damit im Endeffekt das Amis bleibt vernichtet. Aber da haben beide ähnlich viel verloren.
Ja, Resources lost. Okay, Darren hat hier doch ein ganzes Stück mehr verloren. Aber trotzdem geht es einfach weiter mit der Banshee, mit der zweiten Basis. Banshee ist gleich da. Ein paar Aliens sind da, das heißt, die Linge können auch nicht so viel anrichten. Es werden mehr Linge gebaut. Shitty hört hier nicht auf mit Linge bauen. Und da kommt der Banning Morph. Er will hier tatsächlich durchbrechen. Er will es hier drauf anlegen. Die Baddies geht nochmal auf Scouting-Tour, sieht die Queens, sieht unter Umständen auch die Linge, die hier rausströmen. Er hat sie mal gerade anvisiert gehabt, das heißt, er müsste die Linge gesehen haben. Der Barrick ist natürlich, fliegt immer noch nach Hause. Defense-technisch ist hier nicht viel vom daran. Es kommen jetzt die Bändige nach hoch auf die Rampe. Da wird die Wall gesprengt. Ist jetzt hier auch offen. Aber Hellions natürlich immer noch gute Defense gegen Linge und Bändige. Hellions kriegen auch den Bändige weg. Es ist noch ein Bändige mit dabei. Es steht hier gerade ein bisschen unentschlossen. Möchte natürlich am liebsten den Surround haben. Aber die Hellions machen hier so einen guten Job, was die Defense betrifft, wie man sieht. Kiten sie einfach fröhlich ein ab. Es sind bisher SCV-technisch noch gar nichts gestorben. Die Linge hier opfern sich Stück für Stück für Stück. Und die Wall wird einfach wieder zugebaut. Das sieht gar nicht so gut aus hier für Shitty jetzt in dieser Situation. Er hat so viel Army Supply gerade geopfert. Resources lost, ja, wieder komplett andersrum. 1500 zu 1100. Das lief gerade komplett schief für den Zerg. Incam Danish nämlich kann der Terran immer noch gut gegenhalten. Es ist nur 200er Abstand momentan, dass da wirklich nicht viel ist. Army Supply, wie man sieht, ein Hin und Her. Und jetzt ist halt eine Banshee da, die noch versuchen kann, ein paar Drones zu snipen. Es sind zwei Banshees jetzt hier mit dabei. Dritte Basis steht unter Feuer, hat noch keinen Spore-Caller. Mit zwei Banshees können wir einfach so die Basis snipen, wenn da Murtyr drauf Bock hat. Er will jetzt aber jetzt erstmal seine zweite Basis nehmen. Es war eine Zeignis mit dazu gebaut. Neue dritte Banshee wird sogar mitgebaut. Das ist schon ein dicker Banshee-Haufen. Die zweite Banshee chillt hier momentan noch. Die Queens kommen jetzt mit dazu, wollen die diese Banshee haben. Die kann natürlich einfach cloaken und wegfliegen. Ah, die Banshee muss reparieren. Okay. Cloak kommt rechtzeitig. Da kommt jetzt hier der Overseer. Indessen die Barracks brennen fröhlich, da geht nochmal ein Transfuse mit raus. Und wir haben hier drüben den Gau gerade auf die zweite Basis. Aber das sind die Cyclings, das sind die Hellions, können die defenden, die SCVs waren eigentlich dabei gefressen. Hier, 5 SCVs gehen hier drauf. Die Linge machen einen guten Job, aber es werden sämtliche Linge hier so ziemlich drauf. Nein, kommen sogar noch mal easy weg hier. Banshee flieht auch. Und die Queens haben jetzt hier einen Overseer. Ja, Banshees. Die zweite Banshee hat da nichts gemacht die ganze Zeit, das war ein bisschen schade. Hier geht's auf den Overlord, der wird hier auch sterben. Und jetzt haben wir zwei Basen Zerg, drei Basen Zerg gegen zwei Basen Terraner. Viel mehr Worker hier gerade bei Shitty. Problem ist, der Terran pusht jetzt sogar schon raus und das Army Supply vom Zerg ist halt gerade ein Drittel. Es sind ein paar Linge und ein paar Queens. Vier Queens, fünf Linge. Und da steht halt jetzt direkt eine Terran-Army vor deiner Haustür. Als Zerg, es wird gerade ein Spire gebaut, aber das hilft gerade Shitty alles überhaupt nicht, dass er gerade investiert in den Spire, sondern die Banshees haben gerade voll ihren Spaß. Ich meine, da ist ein Spore-Caller mit dabei, macht mal Schaden hier auf die Banshees, aber die Dinge brennen sofort weg. Es werden 14, 16 Dinge nachgebaut. Es kommt da ein Riesenschwung an Dingen mit nach. Denn das geht hier nochmal auf den Overseer. Die Banshees hier snipen die dritte Basis. Die wird hier auch ziemlich bald fallen. Die Hellbats hier hauen weit Damage mit drauf. Der Overseer geht nicht da und hat noch die letzten Bloodborns tatsächlich. Linge kommen nochmal raus. Es sind zwei Spine-Caller mit dabei. Es werden zwei weitere gebaut. Aber tatsächlich, der Terran kann hier schon einfach wieder zurückgehen. Er hat eine Basis komplett rausgenommen. Und Shitty hat hinter keine weitere Dritte. Hat wieder mehr Linge gebaut, geht gerade auf den Spire, kann drei Mutas jetzt hier bauen, ihm fehlt es am Minerals dafür, weil er einfach gerade sehr viel in Linge investiert hat. Und die Terran Army hier nimmt nochmal einen Overlord raus. Und damit lässt sie das Thema, glaube ich, auch erstmal ein bisschen sein. Und versucht sie auf eine andere Position zu bringen. Zwei Basen Terraner immer noch am Laufen, da sind auch Missile Turrets bereits in den Mineral Lines hier. Wir sehen Blue Flame, plus 1 Vehicle Weapons, dritte Basis wird gebaut. Natürlich Anti-Air ist in dieser Army nicht viel vorhanden, das sind die Cyclones hier. Und das sind zwei Stück. Der Link geht auf Scouting-Tour. Dritte Basis soll wieder genommen werden. Wobei, wird das eine Proxy-Basis? Tatsache, wird eine Proxy-Basis in der Ecke. Still und heimlich. Wurde das gesehen? Nein, aber die Banshee fliegt genau in die richtige... Alter. War die Banshee on point hier. Frisch die Hedge gebaut und sofort gefunden. Das ist mega bitter hier für Shitty. Währenddessen versucht er auch einen Link-Rub beizustarten. Er ist defense-technisch auch gar nicht so viel beim Terraner. Zwei Hellions stehen hier zu Hause. Ja, die Basis hier wurde nichts, die Drone wird hier auch nichts mehr werden. Und wir haben hier die Mutas. Die Banshees haben sich schon mal gecloaked. Vorsichtshalber, damit sie hier wegkommen. Es werden mehr Mutas gebaut, das heißt mehr Anti-Air muss jetzt gebaut werden. Und wir sehen ein Tor bereits in Produktion. Auch Liberator kommen mit dazu. Doppel-Liberator helfen auch gegen die Mutas aus. Blue Flame ist drauf, plus 1 Vehicle Weapons ist auch kurz vor der Fertigstellung. Und da geht es zur Sache mit den Mutas. Wie viel Damage können diese Mutas hier machen? Sie müssen ein bisschen Schaden machen, aber eben Missile Turrets sind bereits an den Mineral Lines. Und auch ein Tor ist bereits schon da. Die Mutas kriegen den ersten Tor schon ab und die Missile Turrets auch noch mit dazu. Das sieht bisher nicht so toll aus für die Mutas. So viel Schaden haben wir nicht gemacht. Und jetzt ja auch mit den Cyclones und dem Tor geht es nochmal drauf. Da starben hier zwei, drei Mutas weg bei der ganzen Geschichte. Es sind, glaube ich, zwei gestorben. Ja, zwei Mutas.
Und damit die Mutas bisher nicht sonderlich effizient gewesen für Shitty, der immer noch auf zwei Basen feststeckt, noch keine dritte unterwegs hat. Er hat gleich viel Worker wie der Taraner. Und seine Army ist halt wahnsinnig squishy. Er hat Linge, er geht auf Hydra, Slingbaining, Hydra, Muta. Ist halt alles nichts, was viel aushalten. Jetzt fliegen die Mutas auch wieder über die Terraner-Army. Der Tor haut nochmal fröhlich rein, nimmt einen weiteren Muta hier raus. Auch die Liberator können ihn auf freundliche Weise mit aushalten, genauso wie die ganzen Cyclones hier. Da wird es mehr tote Mutas hier geben. Ja, da geht nochmal ein Shot mit rein. Die Mutas alle so low. Die Mutas alle so angestanden. Die Liberator hier jagen bereits hinterher, nehmen weitere Muta mit raus. Und da verliert der Zerg weiteres wichtiges Army Supply. Und Myrtle pusht hier einfach mit der Mech-Army ran. Mehr Liberator kommen bei ihm. Smart Servers Upgrade kommt auch noch mit dazu. Es gibt aber ein Morph-Unbaining in 9 Stück und Hydras. Kann diese Army hier reichen? Momentan sind die Aliens schon da an den ganzen Dingen und Baningen. Baninger haben kein Speed-Upgrade, was auch noch gefährlich ist. Und auch der Creep ist nicht sonderlich weit. Das ist alles keine gute Voraussetzung hier für Shitty, um diesen Fight zu gewinnen. Vielleicht kann ich hier einen magischen Fight nehmen. Momentan viele Baninger schon geopfert für die ersten paar Hellbats. Hellbats gehen weiter nach vorne. Hellions kommen wieder nochmal mit nach. Die Mutas hier kommen von der Rückseite, aber waren komplett abgebrannt. Jetzt geht das Engagement komplett los. Die Baninger und Linge sind alle weg und die Liberator bestehen noch immer genauso wie die Tors. Und das sieht nicht gut aus hier für den Zerg. Sein Army Supply sieht nicht mehr so eindrucksvoll aus. Hydras und die Queens gehen nochmal. Also der Liberator lebt noch immer, wird jetzt gefokust. Liberator 1 ist down. Liberator 2 kann nochmal gefokust werden. Es sind noch immer die Tors mit dabei. Der Hellbat mit dabei ist nicht mehr für die Hydras, nicht mehr für die Queens ab. Die Static Defense reicht momentan, um den Terraner zurückzuhalten. Die Hydras hier fighten nochmal gegen die Tors. Man sieht, die Tors haben einfach so viele Hitpoints, halten so viel aus, machen ihn so viel kaputt. Ja, da geht's mal auf die ganzen Creep-Tumore und jetzt auch auf die dritte Basis. Ein weiteres Mal die dritte Basis unter Feuer. Da kommen 30 Linge, das heißt, diese Basis wird dir das überleben. Das Link-Reinforcement kommt, die Tore fokussen einfach nur die Basis. Die Basis wird hier auffallen, die Linge kommen nicht rechtzeitig. Jetzt geht's mal auf die Hydras. Er versucht so viele Einheiten vom Circle wie möglich rauszunehmen, bevor die Tore down gehen. Stirbt nochmal die Queen, es stirbt noch ein paar Hydras. Aber der ganze Mech-Wall hier wird abgeräumt. Trotzdem, für Shitty ist das eine, ja, ziemlich shitty Position einfach. Wieder nur auf zwei Basen festgesetzt. Er hat eine Main-Base, die quasi nicht mehr viel hergibt. Und eine Natural, die auch massiv übersaturiert ist. Er muss wieder eine neue dritte Basis anfangen. Währenddessen der Zerg hat der Terraner hat eine eigene dritte Basis bereits am Laufen. Hat hier mehr Hellbats, hat hier Liberator mit dabei. Das sind viele Dinge, aber gegen Hellbats bringt die halt auch nichts. Die haben Blue Flame und plus 1 Attack. Ja, da gibt es einen Baning Morph. Eventuell ein guter Baning Run, weil könnte hier sehr viel Schaden anrichten. Ah, Hellion. Der fährt dran vorbei, er sieht das. Meltrill sieht das. Er sieht den Link Baning Run. Oder hat er den? Er hat den nicht gesehen? Er reagiert mal nicht drauf. Und die Linger Baninger kommen jetzt hier ran. Kommt die Reaktion rechtzeitig. Baninger waddeln hier ran. Baninger wollen da rein. Wollen so viel Schaden nicht machen. Es geben 5 SCVs drauf. Ja, der Hauptkugel. Die Hauptkugel wird neu mal gejagt. 11 SCVs. Das war gut. Das war Schaden, den Shitty gebraucht hat. Ja, das ist hier drüben. Ein Hellbat wird mal von Hellion vom Link geklärt. Und der nächste Baning Run bei. Mitten rein. 22 tote SCVs. Das war wichtig. Das war mega wichtig im Worker-Count. Ja, komplett runtergesetzt. Natürlich dafür auch viel Army geopfert. Sofort reagiert der Turn, den er wieder über die Karte pusht. Aber es sind Hydras zu Hause. 6 Stück, es waren 7 nachgebaut, es kommen mehr Baning immer dazu. Die Economy vom Taraner hat auch einen harten Schlag hingenommen. Wie schnell das wieder droppt. Die Spitze, die er sich aufgebaut hat und sofort wieder zerstört bekommen hat. Die beiden hier. Konstant am Traden. Keiner möchte dem anderen großen Economy übrig lassen. Dritte Basis steht jetzt hier von Shitty. 40 zu 47 der Worker-Count. Weitere SCVs werden gebaut, mehr Mech-Einheiten werden gebaut. Plus 2 Attack kommt für den Mech-Turn gerade noch mit dazu. Und wieder mal geht's ran. Hellbats haben die Baning haben nur kein Speed-Upgrade. Die Liberator versuchen natürlich, sich wieder in Position zu bringen. Und es geht mit den Hellbats wieder nach vorne. Die Baninger wollen da reincrushen, aber Baninger kommen nicht wirklich vorwärts. Tor in der zweiten Reihe. Viele Tore in der zweiten Reihe. Liberator helfen ja auch aus. Ein Liberator ist gar nicht wirklich im Fight involviert. Gerade Liberator machen einen guten Job. Die Tore tanken wieder einiges weg. Es sind hier Spinecrawler mit dabei. Die Liberator natürlich können sie immer noch in Position bringen. Aber die Hydras kommen ran. Sniven Liberator 1 und Liberator 2. Und die Turn Army ist hier nicht mehr so eindrucksvoll. Aber auch der Zerg muss erstmal auf Reinforcement warten. Hat hier so viele Spinecrawler einfach. Die helfen jetzt tatsächlich Shitty sehr gut aus in dieser Position, dass der Terran hier nicht weiter pushen kann. Der behält einfach gerade seine Positionsarbeit und weil die weitere Hellions über die Karte kann, er soll eventuell für die dritte Basis reinfahren. Währenddessen ist der Zerg hier abgelenkt. Ja, der Harassment-Versuch kommt nämlich. Plus 2 Hellions sind das hier. Das heißt, die Drones sind auch ein Massenstamm, sobald die da rankommen. Ja, da kommt gerade der Go auf die Tors und den Liberator. Aber währenddessen, die Hellions sind als Hellbats drin in der dritten Basis. 8 Drones gehen hier down. Und die Hellions fahren hier einfach weiter. Nein, sie fahren raus tatsächlich. 8 Drones gegrillt worden. Zwar die Army geklärt, aber dafür 8 Worker verloren. Schöne Aktion gerade von Murtaugh. Hat genau den richtigen Moment gefunden mit den Hellions, um da reinzuspringen. Versucht hier nochmal den Creep zu clearen. Kriegt auch die 2 Creep-Tumore hier weg. Also viel Creep ist immer noch nicht auf der Karte. Und jetzt die Hydras hier waren nochmal ordentlich durchgerushet. Nur noch Hälfte der Hitpoints. Da waren nochmal 2 geklärt. Man sieht halt auch mit plus 2 Attack und Blue Flame nehmen halt auch die Hydras mega viel Damage. Es gibt hier den Link-Counter-Attack. Muss ich auch gleich einen Baning-Counter-Attack.
auf zwei Seiten hier. Die Ball ist immer noch nicht dicht. Das heißt, die Linke können da easy reinrennen. Und die ersten Dinge werden losgeschickt. Aber diesmal der Linkhaufen. Ja, das muss der Turn doch diesmal gesehen haben. Er sieht die Linke zumindest. Die Benning und den Snags immer noch eine Bedrohung. Oh Gott, die werden wieder einschlagen. Des Todes. Die Mac-Army ist nicht zu Hause, um zu defenden. Hier gibt es die nächste Welle. Die nächsten Banninge gehen rein in die dritte Basis und auf Wiedersehen. SCVs einmal mehr. 7 SCVs gehen hier down, 8 SCVs gehen down. Und der nächste Banning run bei kommt auf die Natural. Wieder der 1-2-Schlag von Chitty. Wie viel Schaden macht er hier? Ah, diesmal werden SCVs ein bisschen weggezogen. 8 SCVs momentan. 15. Das ist immer noch ziemlich viel. Trotzdem, Problem ist jetzt hier natürlich das Army Supply, wie man sieht. Die Schere geht weiter und weiter auseinander. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird ja immer größer hier. Und der Terran hat einfach so viel mehr Army Supply als der Zerg. Vor allem auch die Upgrades. Man muss bedenken, es ist jetzt gerade mal plus 1 Attack auf den Hydras drauf. Die Mech Army hat die ganze Zeit jetzt plus 2 Attack. Der Panzer hat da richtig Bock. Und auch die Hellbats. Und die Toriman auch einen ordentlichen Wumms. Plus 1 Miss Attack ist jetzt da für die Hydras. Die Turn Army steht wieder mal vor der Haustür und wieder mal Hellbats und Hellions drin in der dritten Basis. 14 Downs, Instant Down. Die Hellions opfern sich auch fröhlich an den Hydras. Die Mech Army belagert weiterhin und doppeltes Supply fast schon. Für den Terran hier, das sieht nicht gut aus hier für Shitty. Er wird jetzt hier belagert von Siege Tanks. Das heißt auch, die Spinecaller haben nicht mehr so viel zu melden. Es kommen auch mehr Tanks nach. Die Economy vom Circus ist auch komplett totgeschrammt. Und die beiden jetzt hier stehen sich ein weiteres Mal gegenüber mit ihrem gesammelten Army Supply. Beide warten auf weiteres. Ach, da ist ja gleich plus 3 Vehicle Weapons da. Die Hellbats marschieren schon mal nach vorne. Wenn sie die Sache mal ansehen, Panzer werden weiter gesieged. Da waren die ganzen Evolution Chambers beschlagen. Jetzt geht es hier drauf, das sind noch ein paar Hellbats, die versuchen den Panzer zu schützen. Panzer wird auch lange am Leben halten. Die Benny crushen hier rein ab. Die Hydras stehen zwischendrin zwischen den Thors und Thors. Knallen für die Hydras aus dem Leben. Und jetzt ist nichts mehr für Shitty übrig. 39 zu 117 Supply. Das ist gelaufen leider für Shitty. Er wird sich hier Murder mit 3-0 geschlagen geben müssen. Der Smack einfach in drei Maps zu viel. Ich meine, er hat hart gekämpft. Viele Rumbys auch noch versucht, die Banninge losgeschickt. Hat auch sehr viel Economy Schaden gehabt. Die haben sich 29 und 47 Worker jeweils vernichtet. Es ist generell wahnsinnig viel gestorben. Da kommt das GG-Verplayed, mach ihn platt. Und somit haben wir unser letztes Match stehen. Es wird Mertur gegen Vanna in einem... Was ist das? PvT? TvT? PvT? TvT. Bin mir nicht sicher. Sehen wir gleich. Ich glaube, Vanna war Terraner, oder? So. Aber ja, 3-0 Leistung auf jeden Fall von Mertur. Krasse Leistung von ihm. Das Mech ausgepackt gegen Zerg. Und sehr ungewöhnliche Mech-Style einfach mit konstant versucht, auf Aggression zu spielen mit dem Mech-Units. Das kennt man so eigentlich gar nicht. Aber schön mit anzusehen, dass die Mech-Army halt nicht eine halbe Stunde zu Hause steht und dann versucht mal auszurollen, sondern tatsächlich aktiv ist.